Und zudem kann ich auf Dauer keine Wüste sehen. Aber auf Dauer kann ich auch keine Höhlen sehen. Ist schon schlimm. Na, aber kein Problem. Ihr kriegt das schon hin. Hoffe ich. Wir müssen ein Brötchen schnabulieren. Wird nach hinten ins Bauernhaus gegangen. Da müssen wir auch TNT mitnehmen und Feuerzeug am besten. Einfach weil, ne? Dann haben wir es da ein bisschen leichter mit den Höhlen ausgehebe. Ne? Und dann mal schauen. Alles so Sachen, die wir auf jeden Fall hinkriegen. Die Frage ist halt nur wann. Und auch Rom wurde ja nicht an einem Tag erbaut. Und nein, wir bauen kein Kolosseum. Das können gerne andere Leute machen, ich nicht. Mm-mm. So. Sind wir auch schon wieder bei unserem Bauernhäusle. Ich hatte so viele Sachen mir ausgedacht, worüber wir reden können. Denkst du, es fällt mir noch ein? Nee. Bloß nicht. Wäre zu viel verlangt des Guten, ne? Lege ich den Sandstein jetzt hier ab? Na komm, wir machen es mal. Wenn ich das da hinten eher gebrauchen könnte, aber... Naja, wer weiß. Vielleicht habe ich ja bald wieder mal eine Portal Gun am Start, falls das jetzt mal geupdatet wurde, was ich nicht weiß. Weil ich mich auch über sowas immer so wenig informiere. So, das ist das. Wo haben wir den TNT jetzt? Da haben wir vom Schwarzpulver. TNT haben wir, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Dann nehmen wir doch mal hier ein bisschen Sand mit. Dann verwursteln wir das nämlich so. Machen hier zack und zack und zack und zack. Und dann machen wir hier so ein bisschen Sand rum. So gut es geht. So, geht ganz genau auf, sehr schön. Haben ganze 10 TNT rausgekriegt, ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts. Wollte mir nur noch schlafen legen und dann kann ich da nach Neumoria rein. Zumindest ein bisschen, weißt du? Nicht wirklich sehr viel, aber so ein bisschen können wir da wieder arbeiten. Und ich bin ja jedes Mal wieder froh, wenn wir so ein bisschen vorankommen irgendwo. Was mache ich denn? So, hier ist Kakao. Das wohnt hier. Das muss hier wohnen. Oh, guten Morgen, liebe Sorgen. Habt ihr auch so gut geschlafen? Das finde ich super. Ist ja fast wie Weihnachten. So. Dann einmal da hinten in die Mine rein. Und dann mal überlegen, wie ich am besten dann das TNT platziere, damit es mir schon relativ viel von den ganzen aushebt. Warum überlege ich mir eigentlich immer so extrem große Bauprojekte? Teilweise. Beziehungsweise sie brauchen teilweise einfach so eine riesengroße Vorbereitung, bevor man da dann halt mit den Details loslegen kann. Und wenn man da dann mit den Details loslegt, boah, ne? Also so wirklich so, wow, ne? So, hier habe ich mir ja mit den grünen Markern hier das schon mal gemarkert. So, dann machen wir mal hier. Muss ich gerade überlegen, wie groß ist denn die Reichweite von so einem TNT-Dingens? Das weiß ich gerade nicht. 1, 2, 3. Machen wir mal hier. Hoffen wir, dass es das entzündet hier. So, da haben wir hier 1, 2, 3. Hier, machen wir es mal hier mit rein. Zack. Ne, selbiges machen wir dann irgendwo hier, wo Platz ist. Hauptsache es passiert hier irgendwas. Machen wir mal hier rein. So, und dann zünden wir das Ganze mal schon mal an. Mal sehen, ob das jetzt hier überhaupt reicht von der Reichweite her. Wahrscheinlich nicht. Nee, das war zu weit. Aber hat ein sehr schönes, gerades Loch gemacht, muss man ja mal sagen. Ja, super, jetzt habe ich keine Erde dabei.
Aber das hätte gereicht, okay. Haben wir denn hier irgendwo eine Fackel? Da haben wir die Fackel. Schon voll ausgewählt. Und da macht es Boom. Sag ich doch. So, das klappt ja schon mal soweit. Vielleicht sollte ich an den Kettenreaktionen hier teilweise noch mal ein bisschen arbeiten, aber es, vom Prinzip her ist es nicht verkehrt. So, dann ist das... Machen wir das hier mal rein. Und dann zünden wir das hier halt hier nochmal an. Ah, hat aber nicht gereicht von der Reichweite her. Ist doch nicht wahr. Also irgendwie muss ich das mit TNT nochmal richtig lernen. Ich bin nicht mehr so ein Sprengstoff-Experte, wie ich es mal war. Ne? Ich meine, es war eine Dreierbreite, die du dazwischen machen konntest. Bin mir aber halt auch überhaupt nicht mehr sicher. Mach ich hier nochmal was rein. Den letzten, den ich gerade so über habe. Und verschwinde hier. Und es hat hier nicht gereicht. Es gibt's doch nicht. Also doch keine Dreierbreite. Also eher alle drei so ein Dingens hin. Och. Das hat auch nicht gereicht hier. Na gut, aber auf jeden Fall ersparen wir uns halt mit dem TNT hier schon mal eine ganze Ecke an Buddelei-Arbeit. Aber Buddelei bleibt halt nicht aus, weil wir müssen hier auch nach wie vor so viel buddeln, um das Endergebnis hier zu erreichen. Normalerweise bräuchte ich hier drei Mitarbeiter, die hier mitbuddeln. Vor allem halt auch später in die Höhe und so weiter. Oh, nee. Ich bräuchte irgendwie mal ein paar Mithelfer hier. Bei Gelegenheit. Die Cherry Berry hilft mir da bestimmt. Wenn es um das Ausheben geht. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja noch so der ein oder andere finden, der hier großartig irgendwie sinnfrei einfach mal eine Hülle ausbuddelt. Mal gucken. Ne? Wer sich von euch so bereit erklärt oder sowas. Vor allem dann ist es halt auch wieder schwierig, einen Termin zu finden und sowas. Nur halt, dann sollte man sich halt wirklich darauf einstellen, dass es hier circa 3 Stunden pures Gebuddel ist. Ne? Weil... ist besser. Ne? Also wenn wir wirklich so möchte gern Moria erstellen, dann wird das echt riesig. Oder es sollte zumindest echt riesig werden. Ne? Wenn ich wenigstens schon so ansatzweise wüsste, wie tief ich gehen müsste, wie hoch ich gehen müsste... dann wäre mir ja schon fast geholfen, aber weißt du, so eine 5er Höhe und sowas, das ist doch, das kannst du auch nicht anbieten, das müsste mindestens eine 20er Höhe sein. Und dann auch nur ansatzweise die Epicness von Möchtegern Moria zu erstellen. Ne, oder die Unterstadt des Todes. Und all sowas halt. Oder aber wir bräuchten mindestens 300.000 Folgen, um das hier jetzt fertigzustellen. Im Alleinmodus. Ich glaube eher, ne, dass irgendwer von euch hier mal vorbeikommen darf und dann fröhlich buddeln darf. In Massen. Sklavenarbeit. Unbezahlte Sklavenarbeit. Nicht? Also ich bin ganz klar dafür. Ne, ihr macht die Arbeit, ich gucke euch dabei zu und freue mir den Ast ab. Das wär's doch, oder? Nicht? Na, mal gucken. Na, ja, dann kann ich sagen, das sind die Gemeinschaftshöhlen des totalen Todes. Weil wir gemeinschaftlich dann dran gewerkelt haben und sowas. Mal gucken. Kriegen wir alles hin. Ah. Also wenn schon hier das Mausgeklicke hier mit so einer Spitzhacke schon so anstrengend ist, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das anstrengend wäre, wenn man das im Real Life machen würde. So eine Höhle einfach mal aushöhlen mit so einer Spitzhacke.
was noch viel länger dauern würde. Ne? Aber es geht ums Prinzip. Es wird hier schon verdammt groß. Vor allem, du musst dir halt vorstellen, dass teilweise halt hier so in die Ecken oder sowas hier jetzt nicht reinguckbar gemacht wird. Oder es wird halt auch ausgehöhlt und zugemacht und keine Ahnung. Also wirklich radikale Umstrukturierung hier. Ne? Aber das kriegen wir hin. Früher oder später. Na, und es ist halt wirklich so viel, was wir hier buddeln müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner einen Spitzhacke hier zuerst anbuddeln soll. Ehrlich. Weißt du, am liebsten wirklich halt, dass ich mich einfach aufteilen würde und an 30 Ecken auf einmal buddeln würde. Dann wäre das hier aber ziemlich schnell ziemlich leer. So ungefähr. Aber mal gucken, ich werde mir da was einfallen lassen. Glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird das ein Bauprojekt, wo ich dann immer sage, ja, das stellen wir irgendwann fertig und stellen es nie fertig. Wohl denn, das wäre schade. Weil in meiner Vorstellung sieht es halt schon ziemlich groß und episch aus und sowas. Ich würde euch ja manchmal gerne einfach meine Vorstellung zeigen. Obwohl ihr manchmal auch eher nicht. Ne, aber halt nur so, damit man so einen groben Eindruck bekommt unter dem, was ich mir manchmal so vorstelle. Manchmal stelle ich mir aber auch Sachen vor, ich kriege es einfach nicht so umgesetzt. Ne? Das ärgert mich dann persönlich immer. Selten, dass ich mir was vorstelle und es wird besser, als ich mir vorstelle. Aber mal gucken. Immer hier so ein bisschen mehr in die Höhe reingehen, damit man sich so ein bisschen mehr wie in so einer großen Höhle fühlt. Alles schon nicht so einfach, wenn man so extreme Bauprojekte vorhat hier. Aber auch das kriegen wir irgendwann hin. Der Boden hier muss ja auch noch weg. Weil entweder wir gehen halt mehr in die Höhe oder mehr in die Tiefe oder keine Ahnung. Wahrscheinlich eher in die Tiefe, weil die Tiefe einfacher ist. Ich dann überlege, was ich alles noch an Steinen brutzeln muss. Einmal zu Cleanstones, zu Ziegelsteinstones und zu Stoning Stones und zu zugestonten Stones und zu Rolling Stones und zu ich weiß nicht Stones. Ja, also das wird schon lange dauern. Ich mache jetzt erstmal, dass ich ein bisschen in die Tiefe gehe. Wenn wir später mehr in die Decke gehen wollen, dann meinetwegen. Aber halt, weil es da auch bergab geht und so weiter, dann sparen wir uns da in der Richtung so ein bisschen Abgebaue. Und die Spitzhacke macht nicht mehr lange mit, das ist schlecht. Bevor ich jetzt hier weiter buddel und das dann nicht mehr mitkriege und so, begebe ich mich doch mal lieber auf den Weg nach draußen. Weil, ne, ist besser. Au, kommt da einfach so ein Pfeil von hinten an. Meint mich anpieken zu dürfen. Ja, steckt jetzt natürlich in meinem Ohr. Ist wie so ein Wattestäbchen, nur so ein bisschen spitzer. Damit es besser so in alle Poren reinkommt. So, hier natürlich auch wieder raus. Langsam aber sicher. Und irgendwann machen wir auch die U-Bahn hier weiter und fertig und so was. Damit es dann direkt vom Moria parkt. Und so weiter. Aber halt Ries und vieles mehr dann halt irgendwann demnächst und bald und keine Ahnung. Ob wir das jetzt so hinkriegen, sei auch mal dahingestellt. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal, wenn ich es schaffe, offscreen so ein bisschen herumhantieren, ein bisschen hier und dort ein paar Erfahrungspunkte farmen. Und leg mich dann jetzt hier erstmal hin. Ne? Und wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs fleißige Kommentieren und generell halt schauen und Gedöns und so was. Und ja, dann sehen wir uns sicherlich in der nächsten Folge von Minecraft, wo wir dann, ich weiß nicht, ja, nachdem wie weit unser Farmfortschritt dann ist, dann halt je nachdem etwas tun. Oder halt auch nicht, ich habe keine Ahnung. Na also dann, bis dann, tschüss. Hühnchen, sag mal tschüss.
Na gut, das ist natürlich auch eine Art und Weise, Tschüss zu sagen, indem man halt einfach geht, ne? Also dann, bis denn!